heute einen 12-Stunden-Benefiz-Spinning-Marathon im Haus. Heißt, wir radeln schon seit heute Morgen um 7 bis heute Abend um 7 für den guten Zweck, für die Lebenshilfe Tirol, in erster Linie für die Lebenshilfe Ötztal, heißt Lebenshilfe in Umhausen und im Ötztal Bahnhof. Haben dazu unsere 12 Spinningräder, die rund um die Uhr belegt sind und die alle für einen guten Zweck verkauft sind. Und wir unterstützen natürlich gerne diese Aktion. Wir waren früher schon mit dem Patrick Grüner, seines Zeichens Extremsportradler, in Lengenfeld gemeinsam schon bei derartigen Aktionen dabei. Und jetzt natürlich auch, weil Aquadom organisatorische Unterstützung gebraucht hat, ist Fortuna Lengenfeld gerne dabei, diese Aktion zu unterstützen. Wir haben 144 Stunden Radeln, heißt 12 Radl, 12 Stunden. Und haben ca. 130 Radler, weil manche Radler radeln 2 oder sogar mal 3 Stunden. Insgesamt werden wir auf ca. 4.300, 4.200 Kilometer kommen. Kommt jetzt darauf an, wie stark die letzten Radler jetzt noch in den letzten 2 bis 3 Stunden sind. Man hat schon gesehen, manche hängen sich richtig rein. Und manche nehmen das natürlich nur zum Zweck, dass sie dabei sind, und das ist aber auch gut so. Aber manche haben extrem gute Leistungen gebracht, also erstaunlich, welche Leistungen wirklich die Radlfahrer hier schon geleistet haben.